Hallo lieber Aufrufer, hier kommt nochmal etwas von dem Maler Dietmar Möws zur Kunst und zur Malerei in der Öffentlichkeit. Wir leiden in der heutigen Zeit als Künstler ja tatsächlich an dem staatlich manipulierten Kunstbegriff. Mit über 95% Finanzierungs- und Personalanteil hat der Staat den Begriff der Kunst so zermatscht, dass jetzt jeder arbeitslose Beamte als Künstler in die Öffentlichkeit promotet wird und die wirklichen Künstler, die etwas können, kommen nicht mehr zum Zuge, auch von wegen, wenn du mal tot bist, machst du Karriere oder so, keine Hoffnung. Wir haben jetzt eine andere Kunst, die vom Finanzamt anerkannt wird, das ist nämlich die Wandaktie, da kommt es auf das Label an. Egal, was die Frau Trockel strickt oder stricken lässt, das ist alles ganz egal, Hauptsache es heißt Trockel und da sind die ersten Kunsthändler, Agenturen der Welt dran beteiligt in der Westkunst und dann wird das zu den entsprechenden Kursen gehandelt. Ich habe gestern gelesen, Gerhard Richter über das kleine Bild, Ölbild mit der brennenden Kerze, über 1 Million, hat gesagt, ja, das ist unbegreiflich und völlig unangemessen kostspielig, aber es gibt eben Menschen, die sich das leisten können. Und dann gibt es welche, die stiften ihre Bilder öffentlichen Museen und da kann dann derjenige, der sich so ein Bild nicht kaufen kann, ja auch hingehen und sich das Bild angucken und damit sind das zweierlei Sachen, die Kunst, also das, die brennende Kerze und das Handeln zu irgendwelchen verrückten Preisen. Nur der Kunstmarkt, wie gesagt, und der staatliche Kunstapparat, der ist aufeinander abgestimmt und wir finden das auf den Kunstmessen, wir finden das im Bundesverband der Galeristen, wir finden das auf der Documenta, wir finden das in den deutschen Kunstvereinen. Überall sind es staatliche Funktionäre, die Salonpersonage, die machen das. Und dann kommt es zu sowas, zum Beispiel hier heute abgebildet, ein anonymes Kunstwerk. Das muss sein, da geht es hier nicht um Kunst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, sondern geht es um das Symbol Jesus. Das soll man erkennen, der Schmerzensmann am Kreuz, ja. Dass das vielleicht Kunst sein könnte, gute oder schlechte Kunst ist, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und dann kommt hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heute, 30. März, folgendes. Aufstieg und Fall, auch Gemälde haben ihr Schicksal, steht hier. Und kein Museum spricht ein Urteil für die Ewigkeit. Martin Warnke über den Mann mit dem Goldhelm in der Berliner Gemäldegalerie. Und das charakterisiert wirklich diese hirnrissige, faschistoide Kunstgewalt vom Innenministerium, vom Polizeiministerium, die das durchgesetzt haben in Deutschland mit der Salonpersonage. Natürlich ist die Qualität eines solchen Blödsinnswerkes hier, das ist wahrscheinlich ein bemaltes Glas oder so sieht das aus, im Unterschied hier zu dem Mann mit dem Goldhelm. Denn jetzt kommt das Problem. Die sagen, mal zählt es nicht. Das stimmt aber nicht. Für den Maler, für den Meister der Kunst ist das völlig klar. Ein Glasbild was von Jesus, was einer mit einer Fotoreproduktion auf das Glas farbig anlegt und so, das hat mit Kunst gar nichts zu tun. Das ist Kunsthandwerk, es ist anständig, wer es braucht, bezahlt es, wer die Musik auswählt, wer bezahlt, bestimmt die Musik. Nein, hier ist was anderes. Hier ist der Mann mit dem Goldhelm. Und dann gibt es in unserer heutigen Kunstzeit das Labeling. Da hat man gesagt, das ist das Label Rembrandt. Rembrandt ist ein Genie, also der Mann mit dem Goldhelm wird bewundert in Berlin. Jetzt haben irgendwelche Schwachmaten festgestellt, dieses Bild ist zwar aus der Zeit von Rembrandt, aber es wird nicht von Rembrandt persönlich gemalt sein, auch nicht in seiner Werkstatt, sondern von irgendeinem anderen. Fortan hat man das Licht runtergedreht, das Bild in die Ecke und hat gesagt, das ist kein wertvolles Bild, das ist nicht von Rembrandt. In Wirklichkeit kann ich nur sagen, wer Augen im Kopf hat, ja, der soll da hingehen und soll sich das angucken. Dieses hier ist nach den Maßstäben der meisterlichen Malerei eines der besten Bilder aus der Rembrandt-Zeit und zwar samt aller Bilder von Harmens van Rijn, Rembrandt-Maler, ist dieses hier eine Ehre, wenn man es Rembrandt zubilligt, denn dieser Mann mit dem Goldhelm ist genial gemalt, es ist ein fantastisches Bild, selbst wenn man nicht weiß, ob die Porträtgenauigkeit was taugt, ob man weiß, das ist eine Person, die man kannte, diese Person hat eine Ähnlichkeit zum Beispiel mit einer Person auf der Nachtwache von Rembrandt, aber es spielt alles keine Rolle. Dieses Ding hier ist unglaublich toll gemalt und wer Rembrandt-Bilder kennt, ich empfehle mal, das Museum in Kassel,
Die haben ein sensationelles Museum in Kassel, Wilhelmshöhe und mit der besten Rembrandt-Sammlung in Deutschland überhaupt. Sich die mal anzugucken dort, die Bilder, wie die gemacht sind. Dann wird man sehen, sie sind fantastisch gemalt, aber sie sind teilweise mit sehr dickem Farbauftrag nachgearbeitet, nachgefummelt, ein bisschen krampfhaft wie Kunstgewerbe. Dieses Bild, das sitzt wirklich sowas Meisterliches. Da würde jeder deutsche Handwerksmalermeister die Meisterprüfung mit goldenem Stern dafür bekommen. Insofern ist dieses Labeling, wenn es Rembrandt ist, ist es sehenswert. Wenn nicht, wird es runtergestuft. Völliger Schwachsinn. Das ist nur deshalb möglich, weil wir in Deutschland diese vom Staat faschisierte Kunstbegrifflichkeit haben, dass die Salonpersonage des Staates, überwiegend Sozialdemokraten, kulturpolitische Gesellschaft und so weiter, dass die uns weismachen, was Kunst ist, während ein Maler, der etwas kann, dann auf die wenigen Leute angewiesen ist, die bereits als Kinder selbst mit Augen- und Fingerfertigkeit sich mit Kunst beschäftigt haben, die in der Schule